jetzt gehen wir weiter. Vorsichtig. Gut. Okay, stopp. Stopp. Sitz. Hey, 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 willkommen zu einem Freitag nach meiner Prüfungsphase. Wenn ihr Vlog 1 und 2 bezüglich der Prüfungen nicht gesehen habt, dann solltet ihr das auf jeden Fall tun. Also einmal die letzten Tage vor den Prüfungen und dann die Prüfungswoche. Ich fand es einfach lustig, euch mitzunehmen und vor allen Dingen so mehr Einblicke auch in meinen Studiengang und so. Ist, denke ich, ganz interessant und auch meine Vorbereitung auf die Prüfungen. Ich muss euch was zeigen. Seht ihr das? Seht ihr mich? Ich bin um 5 Fächer leichter. Ihr denkt wahrscheinlich, ja, jetzt dreht sie völlig durch. Ja, kann sein. Ich bin einfach nur happy. Wisst ihr, wenn der Druck abfällt, eigentlich ist da ja natürlich nicht so viel Druck gewesen, weil es waren jetzt nicht lebenswichtige Prüfungen, aber der Druck ist weg. Falls ihr neu auf meinem Channel seid, dann herzlich willkommen. Es freut mich. Dass ihr eingeschaltet habt. Ich, mein Gehirn ist so aus, gerade so standby, das ist richtig, ich hoffe standby nicht aus, ne, so für immer. Aber so richtig standby, ich muss mich richtig konzentrieren, damit ich ganze Sätze aus mir bringe, aus mir raus. Also falls ihr neu seid, ich bin Aljana, ich studiere Jura und ich heiße euch herzlich willkommen auf meinem Channel. Und wenn ihr noch mehr sehen wollt, dann vergesst nicht, mich zu abonnieren. Mehr von mir, mehr von meiner unfertigen Wohnung. Ist echt ein Hammer, aber wirklich, wenn ich so an Lampen denke, dann ist da nichts in meinem Gehirn. Also ich habe keine Information, an der ich anknüpfen könnte, wie man Lampen aussucht, was für eine Stärke die haben, was für Glühbirnen. Und deswegen weiß ich halt einfach nicht, wo ich da anfangen soll. Klar, also ich denke, irgendwas Simples, was ich mir aussuche, ohne was davon zu wissen, wäre immer noch besser als diese Baulampen. Aber alles mit der Zeit. Wir machen tolle Dinge heute. Ich werde mal ausführlich mit euch einkaufen. Ich werde online shoppen und euch meine Online-Bestellungen zeigen. Also ich freue mich richtig auf den Tag und es ist wunderschönes Wetter. Und wir starten jetzt aber mit einem Zoom-Call mit einer Marke, die mit mir zusammen was kreieren möchte. Und das werde ich mir jetzt mal anschauen, anhören, was sie so zu bieten haben. Ich gucke jetzt, was ich mir heute kochen möchte und ich nehme keine Pinterest-Rezepte oder so, aber ich finde, manchmal hat man kein Gefühl dafür, auf was für Essen man Lust hat, wisst ihr? Also manchmal weiß man nicht so ganz, worauf man Lust hat. Und wenn ich dann mal hier so ruhig durchgucke, dann ist so, als würde mein Körper mir so sagen, ja, darauf hat er jetzt Bock und dann ist das, keine Ahnung, was Salziges mit Kartoffeln oder so und dann weiß ich, das wird meine Basis oder so. Das mache ich manchmal, wenn ich so das Gefühl habe, ich bin ein bisschen lost und weiß nicht, was ich essen will eigentlich. Ich glaube, ich habe Lust auf irgendwas mit Reis. Das sieht so gut aus. Warum sind denn so viele Leute einkaufen? Es ist kurz vor 1. Ich dachte, die vormittags nicht arbeiten, gehen so um 9 einkaufen und die arbeiten, die gehen nachmittags abends einkaufen. Und wer geht mittags einkaufen? Ich wollte alleine sein, damit ich keine Klemmungen habe, was zu filmen. Wahrscheinlich wollen die Leute einfach nur, dass ich weiter aus meiner Komfortzone rauskomme. Ich wollte heute den ganzen Tag in meiner Komfortzone bleiben. Dafür ist ja schließlich dieser Tag heute da. Peinlich, ich hatte gerade meine PIN vergessen. Aber es ist auch, also es sind zu viele PINs. Ich musste sie dann nachgucken, nachdem es beim ersten Mal nicht funktioniert hat. Aber ich habe mein Privatkonto, mein Geschäftskonto von YouTube, das Geschäftskonto von der GbR mit meiner Mutter und das gemeinsame Konto mit Marcel. Dass man denn da den Durchblick hält bei jeweils Girokarte und Kreditkarte, ist
ist mir ein Rätsel. Lasst uns einen kleinen Haul machen. Ich habe einmal Blumen gekauft. Das sind Sportklamotten, die habe ich nicht bei Edeka gekauft. Die habe ich nur von zu Hause abgeholt. Tortellini. Dann haben wir ja die typischen glutenfreien Brotsachen. Darf ich gleich alles hier schön vom Boden wieder aufräumen. Dann hier Tomate, Gurke und Feta und Leinöl für mein Mittagessen. Und Reis und Lachs. Dann habe ich noch Tee, meine Lieblingssorten. Das ist Thai Ingwer Mango und italienische Limone. Hat deshalb mir tatsächlich auch eine Zuschauerin empfohlen. Und es schmeckt richtig, richtig gut. Joghurt. Dann habe ich Schokodrops, weil ich wollte Pfannkuchen machen. Und da die da rein tun. Käse von Kerrygold. Hier glutenfreie Brotsachen. Hier das Öl, was ich immer kaufe zum Kochen. Ein bisschen Hähnchen. Banane, Äpfel, Mandelmus und Honig. Also 90 Euro später. Ich mache jetzt die nächste Review-Runde für meine Cutterin. Wir machen immer so mehrere Durchgänge und ich schreibe dann immer, ich mache dann immer so eine Liste, was sie im nächsten Durchgang anders machen soll oder anders schneiden soll und so. Und jetzt schaue ich das Video an, was ihr vor zwei Videos, solltet ihr das gesehen haben. Ich wollte einmal einen Body mit langen Ärmeln. So sieht er aus und der hat so Spitze hier oben. Dann wollte ich einen Body, der so einen richtig, richtig tief ausgeschnittenen Rücken hat. Also der hat so richtig viel Rücken zeigt. Meine anderen sind so mehr so rückenbedeckt. Dann habe ich hier noch weiße Stulpen und eine hautfarbene Strumpfhose. Es ist echt krass, wie die Größen anders sind beim Ballett, was so die Basic-Größe ist, von der sie ausgehen. Also manche Marken machen halt so, dass sie alles in deren Größen inkludieren, von Kind bis Erwachsener quasi, und berechnen dann quasi die Größe mit ein, wie groß man halt ist. Und deswegen war ich teilweise, als ich das erste Mal im Tanzladen war, so erschrocken, weil ich dann plötzlich XL, XXL oder so hatte und dann so dachte, also wer ist denn dann hier bitte S oder XS, wenn das schon XL ist? Naja, aber anscheinend berechnen die da halt auch die Höhe, so die Körpergröße mit rein und so. Ja, trotzdem super weird. Dann habe ich mir einen neuen Rock ausgesucht. Den fand ich auch voll süß. Der ist so leicht durchsichtig und hat da so Blumen oder so drauf, glaube ich. Fand ich auf jeden Fall ganz hübsch. Und so eine Wickeljacke noch zum Aufwärmen. Und das bestelle ich jetzt alles. Ich bin wirklich bei den Größen so unsicher, weil ich habe halt normalerweise, würde ich immer S bestellen. Aber bei Tanzsachen bin ich mir echt unsicher. Deswegen habe ich immer eine Größe größer oder so. Lasst mich euch zeigen, was ich noch so bestellt habe, was jetzt angekommen ist. Okay, als erstes habe ich bestellt, weil mein Mixer bald ankommt. Darauf freue ich mich schon richtig. Das zeige ich dann nochmal in einem anderen Video. Weil ein Mixer jetzt kommt, wollte ich halt Proteinpulver und ich habe halt welches gesucht, was halt gut ist, also im Sinne von Bio ist. Mal sehen, ob ich das vertrage mit so viel Milch und so, aber ich vertrage halt auch kein dieses Ganze aus Erbsen, Linsen, Dingzeug. Mal schauen, let's see, sonst isst Marcel das. Und dann habe ich noch bestellt und zwar Aminosäuren. Recoveries, die ich dann nach dem Schanzen in mein Wasser tun kann, damit meine Muskeln besser heilen und wachsen und so. Die gibt es auch in groß, diese Packungen, aber ich wollte halt erstmal alle Geschmacksrichtungen ausprobieren, um dann zu gucken, welche Packung ich mir in groß quasi kaufe.
Dann habe ich hier was bekommen. Das ist jetzt keine bezahlte Werbung. Das ist einfach zum Probieren, habe ich das geschenkt bekommen von Kombucheri. Und ich sehe hier gerade mit Cheers Ariana 20 könnt ihr 20% Rabatt sparen. Aber mal sehen, ob ich mit denen noch eine Kooperation mache. Ich wollte auf jeden Fall das mal probieren. Und ich habe jetzt hier so ein Probierpaket, weil mich stört halt immer bei den Kombuchas bei Edeka, dass es die nur in dieser Plastikflasche gibt mit dem Einwegplastik. Das kann man halt gar nicht recyceln. Oh, cool. Und das ist Bio und das ist... Die unterstützen auch irgendeinen... Ah ja, pro verkaufte Flasche spenden wir 5% der Erlöse an soziale Trinkwasserprojekte. Abfüllung in einer Werkstatt für behinderte Menschen. Ach, cool. Ich wusste gar nicht, dass es so viele Sorten gibt von Kombucha. Ingwer, Maracuja, Original, Mate und Johannisbeere. Was probiere ich jetzt zuerst? Ich glaube, ich mache Maracuja mal zuerst. Cheers. Cheers, Ariana 20, wenn ihr wollt. Ja, cool. Danke. Schön, dass ihr so dabei wart bei so ein bisschen den paar Sachen, die ich gemacht habe, nachdem meine Klausuren vorbei waren und vor allen Dingen auch ein bisschen der Druck weg ist. Und sagt mir mal, was ihr davon haltet, wenn ich so ein kleines Hausarbeiten-Diary drehe, also so vom Anfang bis zur Abgabe. Das war so meine nächste Idee, weil das ist ja jetzt das Nächste, was bei mir ansteht. Und sagt mir mal, was ihr davon haltet, ob ihr das interessant findet und wenn ja, worauf genau ich eingehen soll. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Abonnieren nicht vergessen, wenn ihr neu seid. Einen wunderschönen Tag, Morgen, whatever. Bye!